Hallo Leute, mein Name ist Fabian und ich bin dein Coach für diese Videoreihe zur Mathematik macht Freude, Freunde, Arbeitsblatt, Steigungsmessung von Geraden. Ich würde dich bitten, das entsprechende Arbeitsblatt von unserer Website downzuladen und es bei dieser Videoreihe immer griffbereit zu haben. Außerdem möchte ich dich daran erinnern, dass du jederzeit die Videos pausieren und zurückspulen kannst. In diesem Video werden wir uns mit dem Steigungsdreieck beschäftigen und wir werden Delta Y und Delta X kennenlernen. Kommen wir zum ersten Fenster. Rechts seht ihr ein Koordinatensystem, in das die beiden Punkte A und B und eine Gerade durch diese beiden Punkte eingezeichnet sind. A hat die Koordinaten 4, 2. Zeichnen wir uns dazu mal Hilfslinien ins Koordinatensystem ein. Also x-Koordinate 4 und y-Koordinate 2. B hat jetzt die Koordinaten 4 plus Delta X und 2 plus Delta Y. Zeichnen wir uns dazu auch Hilfslinien ein. Wenn wir uns jetzt das Steigungsdreieck der entsprechenden Gerade ansehen wollen, dann müssen wir dazu mal wissen, was eigentlich ein Steigungsdreieck ist. Ein Steigungsdreieck hat immer zwei Eckpunkte, die auf der gegebenen Gerade enthalten sind. Wir haben jetzt hier die Eckpunkte A und B. Somit ist unser Steigungsdreieck mit den Eckpunkten A und B das hier. Und der entsprechende Steigungswinkel bei dieser Gerade, den können wir auch einzeichnen, nämlich unser Steigungswinkel Alpha, den können wir hier finden. Also es ist der eingeschlossene Winkel zwischen der Gerade und Delta X. Oder zwischen der Gerade und der X-Achse, da dort ein Parallelwinkel ist. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was passiert, wenn wir das Delta X bzw. das Delta Y verändern und der Punkt A gleich bleibt, dann müssen wir hier mal bedenken, dass das Delta X und das Delta Y der einzige Unterschied zwischen den beiden Punkten A und B war. Überlege dir jetzt, was passiert, wenn der Punkt A festgehalten wird und entweder Delta Y oder Delta X vergrößert bzw. verkleinert wird. Okay, schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Ich habe hier zwei Punkte A und B eingezeichnet und durch die eine Gerade durchgelegt. Wenn wir jetzt Delta Y vergrößern, wandert der Punkt B nach oben und die Gerade wird steiler. Und der Steigungswinkel Alpha wird größer. Wenn wir das Delta Y verkleinern, wandert der Punkt B nach unten, die Gerade wird flacher und unser Steigungswinkel wird geringer. Betrachten wir Delta X. Wenn wir Delta X vergrößern, wird die Gerade flacher und der Steigungswinkel wird geringer. Wenn wir jetzt Delta X verkleinern, wird die Gerade steiler und unser Steigungswinkel wird größer. Nun können wir auch die falschen Antworten durchstreichen. Nämlich je größer Delta Y, desto steiler ist die Gerade. Und je größer Delta Y, desto größer ist der Steigungswinkel. Bei zweitens, je größer Delta X, desto flacher ist die Gerade. Und je größer Delta X, desto kleiner ist der Steigungswinkel. Spule nun zurück, wenn dir das nicht klar ist. Zum Abschluss wollen wir uns noch das Seitenverhältnis des Steigungsdreiecks ansehen. Das Seitenverhältnis ist Delta Y zu Delta X und mit dem können wir uns die Steigung der Gerade ermitteln. Versuche nun, die Steigung der entsprechenden Gerade zu ermitteln und drücke dazu auf Pause. Okay, sehen wir es uns an. Wir benötigen ja jetzt das Seitenverhältnis. Dazu müssen wir wissen, wo Delta X bzw. Delta Y abzulesen ist. Delta X ist die gerichtete Größe in diese Richtung, also 1, 2, 3. Somit ist Delta X gleich 3. Und Delta Y ist die gerichtete Größe
in diese Richtung. Also 1, 2, 3, 4. Somit ist Delta Y gleich 4. Wenn wir jetzt die Steigung ermitteln wollen, dann können wir K als die Steigung bezeichnen. Und wir wissen ja, wir können die Steigung jetzt durch das Seitenverhältnis ermitteln. Also K gleich Delta Y zu Delta X. Und das ist gleich, haben wir gerade ermittelt, 4 zu 3. Und das ist schließlich 1,3 periodisch. In diesem Video haben wir somit gelernt, was ein Steigungsdreieck ist, was ein Steigungswinkel ist und wie wir den einzeichnen können und was passiert, wenn Delta Y bzw. Delta X bei festgehaltenen A verändert wird. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Bis zum nächsten Video.